Hallo liebe Freunde des gepflegten Gamings, herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einem neuen Let's Play. Und ja, wie man es hier oben schon sehen kann, wir spielen heute The Next Big Thing. Und zwar ist das ein Spiel von Pen... Dulu Studios, ich wollte es unbedingt machen, tut mir leid. Und ja, das ist aus dem Jahr 2011. Das ist schon ein bisschen älteres Spiel. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, warum macht ihr so ein älteres Adventure schon wieder? Und da kann ich euch eine richtig gute Antwort drauf geben, denn... Ich muss kurz aufschützen, weil ich gerade noch getrunken habe vor der Aufnahme. Sehr clever auf jeden Fall. Weil ich wurde von einer lieben Freundin, Nicole, heißt sie, gefragt, ob ich nicht wieder ein schönes Adventure machen kann, so nach dem Stile von The Inner Worlds. Wer es nicht gesehen hat, einmal hier unten, da werde ich es wahrscheinlich verlinken. Irgendwo, wenn ich nicht vergesse, mir wollen mich selbst. Und ja, The Inner Worlds ist ja jetzt vorbei und ich habe bis jetzt nur Randall's Monday, auch ein Adventure auf meinem Kanal. Und das hat er aber nicht so zugesagt, weil sie auch das mit ihrer kleinen Tochter guckt, die jetzt dann irgendwo da, dabei ist. Und naja, und deswegen soll es ein harmloseres Spiel sein. Inner World war ein bisschen auf kindlich gemacht, ab 6, das hier ist ab 12. Und ich habe mich für dieses Spiel entschieden, weil ich das irgendwo noch irgendwo auf Platte, nee, Platte hatte ich es nicht, auf CD irgendwo hatte. Und ja, es ist ein kürzeres Spiel, es soll angeblich nur 6 Stunden Spielzeit haben. Das ist wirklich, wirklich wenig. Ich meine, mit meinem Gequatsche und meiner Blödheit komme ich wahrscheinlich auf 12 oder 18 Stunden. Also von daher, mache ich mir mal keine Sorgen, wir kriegen schon genug Folgen zusammen. Hier kann man auch sehen, ich habe schon mal so angetestet, der Off-Charakter. Und ja, wie gesagt, das Spiel ist von Jahr 2011. Es gibt schon, eigentlich heißt das Spiel nicht The Next Big Thing, sondern so heißt es nur in Deutschland, sondern es heißt eigentlich Hollywood, jetzt habe ich es wieder vergessen, Hollywood Monsters, so hieß es, genau, muss ich kurz überlegen. Hollywood Monsters 2 ist das nämlich. Hollywood Monsters 2, Doppelpunkt, The Next Big Thing. So, und ich muss ganz ehrlich sagen, Hollywood Monster 1 ist scheinbar nur in Spanien rausgebracht worden. 1997 war das. Ich habe es nie gespielt, keine Ahnung, sagt mir gar nichts. Deswegen, ich habe auch nicht gewusst, dass das The Next Big Thing Hollywood Monsters 2 heißt. Aber bin da ja ein bisschen, ich lasse mich da auch genauso überraschen wie ihr. Also ich habe nur den Anfang kurz angespielt, um zu gucken, ob die Technik und so weiter alles funktioniert. Also nicht wundern, da oben steht jetzt mein Aufnahmeprogramm, das läuft gerade. Ich sehe gerade, wir haben 2 Minuten 26. Nicht wundern, ich schneide das natürlich noch ein bisschen. Hier habe ich meinen Monitor, da muss ich manchmal drauf gucken, um mir ein paar Informationen zu holen, wie jetzt zum Beispiel, ja, wie hießen die noch? Ah ja, Pendulo Studios, wann ist das rausgekommen? Ach ja, okay, wo kommen sie es kaufen? Übrigens, ihr könnt euch die Demo, könnt ihr euch runterladen bei Steam, sehe ich gerade, das ist mir durch Zufall, habe ich das gesehen. Dann könnt ihr das einfach mal anzocken und gucken, ob es was für euch ist, oder ihr wartet einfach die nächsten Folgen ab. Und ganz wichtig an euch nochmal die Bitte, falls euch irgendwas stört, irgendwas Besonderes gefällt, irgendwelche Anmerkungen habt oder sonst was, oder ich in Lösungen nicht drauf komme, einfach mal in die Kommentare was schreiben und ich lese mir das alles durch und ich ja, bin auf jeden Fall rege Beteiligung, immer gut und falls euch das Ganze gefällt, natürlich immer einen Daumen nach oben, aber das gilt ja grundsätzlich für alles. So, und jetzt machen wir mal uns einen neuen Spieler, wie gesagt, das ist mein Off-Charakter, den kann ich einfach wieder löschen eigentlich. Eigentlich kann ich ihn löschen. Ich lasse ihn einfach mal drin, scheißegal, scheißegal. So, neuen Spieler. Und da gucken wir mal. Und ihr seht schon, wir sind nicht in der Realität so, wie wir sie kennen, sondern das Ganze spielt so ein bisschen im Los Angeles. Das kann ich dazu sagen schon, das werdet ihr gleich auch schon feststellen. Und zwar im Stile der 50er Jahre. Das kann man an ihm hier ganz gut erkennen, mit dem Hut. Und was noch auffällig ist, dass hier so verschiedene Charaktere irgendwie da sind. Ne? Zum Beispiel hier, da Schreck in Weiß. wo ist Fiona? Fiona, Fiona. Dann ist das hier Fiona. Das muss Fiona sein, genau. Und hier haben wir einen Roboter und hier haben wir so eine komische Fliege. Also das passt am ehesten mit mir, wegen der Brille wahrscheinlich. Die ganze Realität ist ein wenig anders. Aber das kommt im Laufe des Spiels, kommen wir noch dahin. Ist das hier? Roberto Blanco? Wisst ihr, der war ja immer ein sehr guter Neger. Ja, ich sage Neger, weil es einfach lächerlich ist. So. Gut. Okay, welchen Charakter sollen wir uns nehmen? Ich glaube, ich nehme den hier wieder, weil der wirkt irgendwie so cool, weißt du? So, ich mag seinen Humor, das werdet ihr auch gleich feststellen, wieso. Wir nehmen ihn einfach mal. Klack. Und dann nenne ich ihn mal ganz professionell Lom Dom Silver. Und damit ich das unterscheiden kann, noch Öppel. Langspielplatte. So, Zugangspasswort eingeben oder keins? Nö, brauche ich nicht, bin der Einzige, der hier den Rechner benutzt. Okay, jetzt haben wir hier verschiedene Schwierigkeitsstufen. Ich habe schon gehört, das Spiel ist jetzt nicht so anstrengungsvoll. Die Rätsel sind jetzt nicht so schwierig. Ja gut, wir haben hier niedrigen Schwierigkeitsstufe, das heißt Hotspots und Hilfe sind eingeschaltet. Hotspots sind die Punkte auf dem Ding, wo ich gleich irgendwie erkennen kann, oh, aber zeige ich euch gleich nochmal. Und die Hilfe ist eingeschaltet. Bei der mittleren Schwierigkeitsstufe, da ist die Hotspots zwar eingeschaltet, aber die Hilfe ist ausgeschaltet. Ja, und bei dem... Boah,
Sag hier, guck mal hier. So, freundlich. Beim hohen Schwierigkeitsstufe ist auf jeden Fall schon ein Totenkopf. Das heißt nämlich, dann sind die Hotspots ausgeschaltet und auch die Hilfe ist weg. Deswegen würde ich mal ganz gerne. Was ist das denn? Hilfe aus, Hotspots aus, alles aus. Naja, ich nehme einfach mal den gleichen Schwierigkeitsstufe. Ich weiß nicht, wenn wir uns irgendwie verstricken, ich will es ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Das ist ja immer die Argumentationskette. Wer Let's Plays macht, der weiß, was ich meine. So, und jetzt gehen wir mal, wenn es für euch auch okay ist, auf selbigen Knopf und dann gucken wir einfach mal, was uns erwartet. Achtung! Oh, eine Ladeschnecke! Schön! Schwarzer Bildschirm. Hey, das Spiel habe ich mir irgendwie schwieriger vorgestellt. Oh. Meine Damen und Herren, bevor wir anfangen, sollten Sie wissen, dass die Geschichte, an der Sie teilhaben werden, eine gewisse Anzahl von, eine Anzahl von, na schön. Aber sagen Sie später nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Okay. Komischer Fisch. Aber immerhin zwei Augen, nicht drei wie bei Simpsons. Oh, das ist ein Clownfisch. Big. Das ist Paddy the Fly. So sieht er in echt aus. Eben ist Ihre Pizza gekommen. Boah, Pizza wäre jetzt geil. Ein Salami-Stück Brotteil, gerecht aufgeteilt. Er lebt. Und er hat Hunger. Wie? Keine Soße? Moment mal. So beginnt die Geschichte nicht. Ach ja. Schöner Reißverschluss. Meine Damen und Herren, beginnen wir einfach am Anfang. Wäre eine Maßnahme. Crimson Cow präsentiert. Eine Produktion der Penn Dulu Studios. Produktion ist falsch geschrieben. The Next Big Thing! Damen und Herren, herzlich willkommen bei der Preisverleihung des diesjährigen Horrorfilmfestivals, bei der die größten Leinwandmonster um die begehrten Todesgockel wetteifern. Es wird sicher ein spannender Wettbewerb. Treten Sie ein und nehmen Sie Platz. Wir beginnen in wenigen Minuten. Was sagst du? Hast du es nicht gehört? Aber natürlich. Dann ist ja gut. Ich bin nicht taub. Das stimmt, nur dumm. Tortel. Du Irre. Dan Murray, der Chef hat uns doch beide losgeschickt, oder? Wenn du nicht mit ins Theater kommst und deinen Job Du schaffst es doch sowieso nicht alleine. Ach, wollen wir wetten? Da verlierst du. Dan Murray, ich werde in dieses Theater gehen und eine preisverdächtige Reportage machen, allein. Was, und ich soll hier im Freien sitzen, mitten im Herbst? Erfrier doch. Klare Ansage. Irgendwo eine Decke. Dan, es war unglaublich. Wir werden den Chef um mehr Seiten bitten müssen. Ich habe so viele Leute interviewt. Fitz Randolph, Professor Fly, Krom H, Octopus Herring, Eva Morte, den Poeten, den Herrn der Nacht. Wie heißt denn noch der kleine Kerl aus zwei Monster und ein Schicksal? Faszinierend. Ja, Mann, der aus... Hey, was trinkst du da? Frostschutzmittel. Dan Murray, hast du etwa hier getrunken, während ich gearbeitet hab? Jetzt reicht's. Ich schreibe die Reportage allein und wenn man dich feuert, ist es mir schnurzegal. Und wenn man mir an deinem Grab eine Schaufel reicht, werde ich damit noch eine verpassen. Was macht der denn da? Big Orbert in Fitz Randolphs Büro. Merkwürdig. Oh, tatsächlich. Wir müssen da rein. Oh. Ja. Enthüllungsjournalismus pur. Komm, beweg dich. Meine Liebe, ich bin doch mehr Sportjournalist. Ruf mich, wenn du dir eine mit dem Baseballschläger verpasst.
Scheint aber leer zu sein, der Flachmann. Damit begann alles für Lysalair. Sie beschloss, in Fitzrandolphs Büro zu gelangen. Ob mit oder ohne Derns Hilfe. Okay, gut. Da sind wir nun. Also, hier sind die zwei lustigen Gepaarte, sind also Journalisten. Und ja, er Sportjournalist scheinbar und sie, weiß ich noch nicht, was sie macht. Gut, jetzt stehen wir hier und wenn ich jetzt Escape drücke, habe ich festgestellt, weil ich teste das Spiel, geht hier oben so eine Seite, so eine Leiste auf. Wenn ich hier klicke, ist die Hilfe. Da kann ich mir angucken, wenn ich nicht weiter weiß. Hier sind die Hotspots, da klicke ich mal drauf und ihr seht schon, Standbild, und da sind alle Dinger, die ich anklicken kann. Hier ist noch ein Pfeil, da geht es woanders scheinbar hin. Gucken wir uns gleich an. Wenn ich dann in unser Inventar gucke, so, dann haben wir alles, was wir brauchen. Ach, guck mal, da oben geht's weiter. Gut. Garderobe, sieht eher aus wie so ein... Komisch. Wollte ich gar nicht nehmen. Ich wollte es mir angucken. Rechte Maustaste? Komme ich wieder raus. Scheiße, wollte ich gar nicht. Ich wollte sagen, rechte Maustaste kann ich den Cursor hier ändern. So ein bisschen, ne? Zack, gucken. Es bleiben knapp 5 Minuten Aufnahmezeit. Die werde ich brauchen, falls ich Big Orba zu einem Geständnis bewegen kann. Okay. Ist das nicht eine neue GoPro? Marke Retro-Design? Ich habe mir einen Ausweis. Ohne ihn hätte ich weder zur Preisverleihung noch zur Party Zutritt gehabt. Lysalair. Klingt irgendwie lustig, der Name. Dan Murray und Lysalair. Vielleicht Lysafair demnächst? Wer weiß das schon. So, schauen wir uns mal das Auto an. Hier ist ein Kofferraum. Achso, warte. Wer weiß, was Dan damit sich rumfährt. Können wir den aufmachen? Dan, was hast du im Kofferraum? Für dich? Ungewissheit. Kein Deut, weil ich ihn gar nicht öffnen will. Besser für dich, weil ich es dir auch nicht erlaubt hätte. Na, in dem Fall sind wir doch alle glücklich. Wunschlos glücklich. Gut. Gut. Also jeder muss hier irgendwie das letzte Wort haben. Gut. Das hatte ich. Im Zweifel habe ich das immer. Ich kann immer noch mit der Leertaste Pause drücken. Dann ist hier Schicht im Schacht, Fräulein und Herr. So, hier haben wir eine Kühlerhaube. Als Kind bin ich mal mit dem Kopf unter die Kühlerhaube von Papas Auto geraten. Anne-Marie, meine kluge Schwester, war Tarzan. Und Queenie, meine schöne Schwester, war Jane. Ich war Cheetah. Und der Wagen das Krokodil. Au. Nicht gut. Kann man die anfassen? Ich mag sie geschlossen. Es ist, als ob sie nicht da wäre. Ah, okay. Verstehe. Lassen wir sie einfach mal geschlossen. Da ist Dan. Super Dan. Blödian. So nennt mich meine Freundin da übrigens auch immer. Achtung. Blödian. Wollte ich schon mal gesagt haben. Okay, quatsch mal mit Dan, mal gucken, ob wir noch was Informatives oder Interessantes rauskriegen. Hi Dan, wie geht's? Besser als dir, meine Liebe. Scheinbar ja. Okay, wir gehen alles mal durch. Übrigens, wir schauen uns in diesem Let's Play alles an und wir quatschen alles durch. Also, ansonsten spult einfach mal ein bisschen vor. Aber wäre besser, wenn nicht. So, fangen wir mal hier oben an. Ah ne, wir fangen mal hier an. Was macht Big Albert in Fitz Randolphs? Was mag Big Albert in Fitz Randolphs Büro machen? Nein, unmöglich. Hast du es immer noch nicht rausgekriegt? Ich mag ihn. Lysalair, die große Investigativjournalistin? Das ist aber ein harter Schlag. Okay. Willst du Big Alberts Geschichte erfahren? Die kenne ich. Du brauchst sie mir nicht. Big Albert, besser bekannt als das Geschöpf, mittels Elektroschock wieder zum Leben erweckt, zusammengepflegt aus der Leiche eines Bodybuilders und des Gehirns eines der größten Wissenschaftler unserer Zeit. Er entwirft seit 4 Jahren seine eigene Bekleidungslinie. Und Nobelpreise hat er. Medizin vor 3, Philosophie vor 2 Jahren. Vor 2 Monaten hat er den Friedensnobelpreis bekommen. Ja, und irgendwann schreibt er sein eigenes Buch darüber, dass seine Träume in Erfüllung gehen. Man muss nur an sich selber glauben. Ah, ich liebe euch. Okay, ja. Ihr wisst, was ich meine. Neuerdings gibt es... Ja. Neuerdings gibt es so einige Monster, die merkwürdige Dinge tun, findest du nicht? Ugly Frankie Stanky verschwand vor 3 Tagen zur Gesichts-OP. Jetzt ist er 10 Jahre hässlicher. Ah. Das kann man so oder so sehen. Ich bin sowieso kein Freund von Schönheitsoperationen. Natürlich, wenn es sinnig ist, also wenn man irgendwie einen Unfall hat oder man wirklich dann psychisch dermaßen nicht mehr weiter kann, dann ist was anderes. Aber viele, die sich so im Alter einfach nicht mit ihrem Alter klarkommen, muss ich kurz kratzen, weil die Naht von meiner OP reißt sonst ein bisschen wieder auf. Okay, man sollte ruhig mit dem Alter auch mal in Ehre altern können. Das macht einen Mann zum Beispiel auch sehr attraktiv und bei manchen Frauen, bei den meisten Frauen, finde ich das auch gar nicht so schlecht. Deswegen, Schönheitsoperationen, manche sehen dann wirklich so aus. Nein, ich bin nicht gelistet. Ach, furchtbar. Könnte ich niemals mit anfangen oder so dicke Hupen. Aber das ist egal, das ist ein anderes Thema. Ich gucke vielleicht auch kleine Kinder zu. So, ja. Das
mit Big Albert könnte der Coup schlechthin werden. Klügster Kopf der Welt auf frischer Tat ertappt. Dümmste Journalistin des Quill berichtet exklusiv. Ach Mann, okay. Du verstehst dich mit einer Menge Leute, nicht wahr? Die Plätze sind alle vergeben. Versuch's nächste Saison. Blöde Jan. Irre. Worüber haben wir gesprochen? Ach ja. Schnell wieder Themenwechsel. Das Auto gefällt mir auch sehr gut. Ah ja, guck mal. Mit Weißwandreifen. Schön. Ich könnte nicht fahren. Da hätte ich zu viel Schiss, dass ich irgendwo einen Kratzer ranmache. Also, ah, schön. Schickes Teil, muss man schon sagen. So. Wenn der Chef erfährt, wer all die Interviews gemacht hat, wird er dir die Leviten lesen. Er wird es nie erfahren. Liz Allaire ist doch keine Petze, oder? Manchmal sage ich Dinge, die ich nicht sagen möchte. Wehe. Na, stell mich doch auf die Probe. Okay. Ja. Was hast du eigentlich verbrochen? Dich kennengelernt zu haben. Irgendwas musst du doch angestellt haben, damit dich der Chef von deinem geliebten Sportteil zum Gesellschaftsteil degradiert hat. Da ist was dran. Genau, als erstes habe ich jetzt auch gerade dran gedacht. Hast du etwas mit der Frau des Chefs angefangen? Diese Hexe? Ich würde eher was mit dir... nein. Ich hab's gewusst. Da wird noch was draus. Aus den Beinen könnte noch was werden. Liz Affair. Also, Liz Lea. Ihr versteht schon, was ich meine. Hast du etwas gegen die Verlagspolitik geschrieben? Immer. Ich schreibe, was mir passt, wie es mir passt und wann's mir passt. Sehr sympathisch. So. Du warst unhöflich zum Chef. Wie alle anderen auch. Aber ich habe eine Gabe. Niemand nimmt es mir krumm. Blöde Jan. Zugegeben, du schon. Aber du zählst nicht. Ehre. Es ist mir egal, was du angestellt hast. Faszinierend. Faszinierend. So, jetzt noch das hier. Pass mit dem Frostschutzmittel auf. Ist nicht gut für die Gesichtshaut. Erstens ist Kürbispunsch drin. Und zweitens, du hast nicht zufällig Frostschutzmittel getrunken. Blödsinn. Ich hab's mir ins Gesicht geschmiert. Es war kalt. Erfriere doch. Okay, wir sind durch und als nächstes gehen wir hier rüber. Ach ja, da geht's zu Villa. Da gehen wir jetzt mal hin. Beziehungsweise in der nächsten Folge. Das war's für Folge 1. Eure Meinung bitte in die Kommentare. Was haltet ihr von dem Spiel und meinen Kommentarstil? Und findet ihr das gut mit Facecam? Alles mal bitte in die Kommentare. Und falls es euch gefallen hat, dann würde ich mich auch natürlich sehr über einen Daumen oben freuen. Oder vielleicht auch gar klickt ihr auf Abonnieren. Naja, mal schauen. Okay. Wir sehen uns auf jeden Fall in Folge 2 wieder, beziehungsweise jetzt kommt erstmal die Endcard. Bis bald. Ciao. Ja, das war Folge 1 von The Next Big Thing. Wie hat's euch gefallen? Schreibt doch mal alles in die Kommentare. Also hier, ich muss sagen, das Arbeitsklima ist auf jeden Fall bombastisch. Da werden wir bestimmt noch eine Menge Spaß haben, da bin ich mir sehr sicher. Und als nächstes gehen wir mal in die Villa und gucken mal, warum Big Albert da ins Fenster eingestiegen ist. Irgendeinen Grund wird's hier haben. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.